Hass hat viele Gesichter. Du bist fett. Du siehst scheiße aus. Deine Haare gefallen mir nicht. Es wird gesagt, Alyssa sei mediengeil. Was will der kleine Hässliche da mit seinen Videos im Internet? Wer will denn sowas gucken? Und ganz ehrlich, als Betroffener ist das immer scheiße. Moinsen, was geht ab? Meine Freunde von Handysektor.de haben mich gefragt, sag mal, willst du nicht Teil einer Anti-Hass-Kampagne sein? Und ich habe so überlegt und dachte so, ja, mit Hass kenne ich mich aus, also warum nicht? Bei mir war das tatsächlich im Zusammenhang mit YouTube. Es ist also auch schon ein Tick her. Ich war damals sehr geknickt. Ich war damals schon fast am Boden zerstört, was das soll, warum mich keiner zu mögen scheint. Dass ich alleine bin mit dem, was ich machen möchte. Bei mir ist es tatsächlich eine Form des Hasses gegen die Beziehung von mir und Alyssa. Und ich muss sagen, zum Anfang hat mich das auch wütend gemacht. Mir ist auch schon passiert, dass ich einfach nur meine Meinung, die auch überhaupt nicht böse gemeint war, unter ein Video kommentiert habe, 5 Minuten später mein Smartphone zur Hand nehmen und 10 Leute mich persönlich angegriffen haben, obwohl ich einfach nur meine Meinung sagen wollte. What? Was ich halt früher zu meiner Anfangszeit auf YouTube auch ganz krass hatte, war, dass die Leute sich übelst getriggert gefühlt haben, weil ich gelispelt habe. Habe ich wirklich. Wusste ich damals allerdings nicht. Und da habe ich auch viele Beleidigungen für bekommen. In dem Fall habe ich allerdings den ganzen Hass, den es da gab, und die ganze Kritik dafür genutzt, das Ganze zum Besseren zu ändern. Ich habe mir also das Lispeln abtrainiert. Man hatte gute Freunde damals. Und die haben einen klargemacht, Alex, vergiss nicht, dass das Internet eine Anonymität bietet, mit der sich sehr viele stark fühlen. Wir haben das Ganze mittlerweile zu einer Art Insider entwickelt. Das heißt, wir machen uns über diese Nachrichten eher lustig. Also wir versuchen das Ganze mit Humor zu nehmen. Nochmal zusammengefasst. Hate tut oftmals echt scheiße weh und ist richtig kacke. Versucht diese Leute aber nicht zu sehr an euch rankommen zu lassen. Und wenn ihr die Möglichkeit seht, mit dieser Person zu reden, dann macht es auf konstruktive Art und Weise. Bei Hass im Netz versuche ich mir immer erstmal zu sagen, ist es wirklich wert, dass du die Gedanken oder die Sprüche von der Person, die sowieso nur Hass verbreiten will, wirklich ernst nimmst? Ich atme dann immer einmal durch und denke mir, okay, einfach mit dem Leben weitermachen und dich nicht davon nerven oder runterziehen lassen. Ich finde, man sollte sich niemals auf das Niveau eines solchen Haters herunterlassen. Und diesen Fehler machen viele. Darauf einzugehen und groß rumzudiskutieren und immer wieder mehr Zunder ins Feuer werfen, dass es immer stärker entfacht, dass sich immer weiter hochschaukelt. Und wenn du Aufmunterung brauchst, dann wende dich an deine Freunde, deine Familie, erzähle deinem Umfeld davon, vielleicht wissen die einen guten Ratschlag für dich. Wenn ihr euch noch weiter über das Thema Hass im Netz informieren wollt, dann schaut doch mal bei uns auf Handysektor auf der Kampagnenseite rein, kommentiert mit Hashtag StopHate oder schreibt mir gerne hier ins Video, wie ihr damit umgeht, wenn euch Hass im Netz begegnet.